Hotels. Auch hier glüht der Asphalt auf dem Drag Strip. Die Teilnehmer holen das allerletzte aus den Motoren. Auch unser Freund mit dem Monster Corsa macht sich rennfertig. Wie können wir die Motoren starten? Dass der niedere wird? Und jetzt noch der vordere. 660 PS bollern los, bereit für die große Beschleunigungsorgie. Die Zeit ist reif, der Konkurrenz auf der Rennstrecke das Fürchten zu lehren. Die Privatboliden treten in unterschiedlichen Leistungsklassen an. Unnötig zu sagen, dass das hier die Königsklasse ist. Und alles klar? Ja, soweit alles klar. Noch ein bisschen Probleme mit der Kupplung vom hinteren Motor, aber gucken wir, ob ich das kann. Hängst du die Angel ab? Tja. Jetzt gilt's. Draufdrücken, Vollgas geben und das Getriebe am Leben lassen. Über 600 Pferde stürmen nach vorn, im wahrscheinlich stärksten Corsa der Welt. Auf der Höhe des Ziels hat der Kleinwagen wahnwitzige 209 km/h drauf. Trotzdem, für den Favorit gibt es am Ende keinen Pokal. Ja, eigentlich soll sein, ne? Aber so ist das immer im Leben. Kann immer jemand dazwischen kommen, jetzt nach vorne ausübbar, vielleicht Kuchen kaputt, kann man nicht vernünftig starten. Und der hintere Motor, aber ein bisschen gebockt, müsste immer schon mal 4000 Schalten in der Kaffee. Die Sonne nach.